Ja, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Life is Strange Wavelengths, Folge 10. Wir sind jetzt hier endgültig mal raus aus der Kabine gekommen, nachdem wir uns alle vier Platten letzte Folge angehört haben. Und jetzt gucken wir uns die Sachen hier an im Laden. Charlotte und ich haben diesen Buchclub gegründet, für den wir die schlechtesten Krimis lesen und dann besprechen, wie toll wir sie finden. Und Tyler Christensen, Thymian und Blut. Ah ja, ich sollte das Ergebnis von gestern aufschreiben. Ich kann wieder spielen, oder? Mach ich gleich. Neue Ware. Wird Zeit, ein Heim dafür zu finden. Oh, geil. Egal, machen wir erstmal das. Jetzt das Spiel wieder. Hat mich echt fertig gemacht. Aber gut, das tun sie alle. Automatisch, als ob man hier die Möglichkeit hat, das Spiel zu überspringen. Ich will das Spiel natürlich zocken. Das ist zumindest die einzige Sache, die man mal... Lerne, Steph. Der Meister macht sich jetzt ans Werk. Oh, niedlich. Du glaubst, du bist der Meister? Prove me wrong. Das ist der Plan. Ja, das ist ja... Hey, du hast was im Gesicht? Ah, nein, warte. So sieht dein Gesicht einfach aus. Okay, ohne Scheiß. Du hast echt was im Gesicht. Halt einfach die Klappe. Ah, es ist ein Ausdruck tiefer Scham, nachdem du mal wieder gegen mich verloren hast. Ah ja, wer gewinnt gerade 5-0? Du bist zwar vorne, vielleicht aber... Vielleicht macht deine Katze einfach keine Verlierer. Ey, ich wollte noch antworten. Dein Ernst? Wurde Gabe Chen nach all dem Gelaber in seinem eigenen Heim gedemütigt? Weißt du, Schadenfreude ist nicht sehr sportlich. Naja, wenn man hinten ist, dann denke ich mal, ist das schon okay. Ich krieg dich noch, du Arsch. Ach, die zwei sind doch echt gut zusammen, ey, ganz ehrlich. Sehr professionell, deswegen auch dieses Pappschild. Na also, das kann ich eine Weile hängen lassen. Danke, Gabe. Ach, der Gabe ist so ein Lieber. Das war so asozial im Originalspiel, Alter. Wirklich, das... Oh, Katzenminze. Fangen wir schon damit an, ja? So weit ist es also schon gekommen. Ich besteche meine Katze mit Drogen. Ja. Merkst du, ne? Oh. Hui. Die hat hier aufgeräumt. Man kann sich hier bewegen. Oha. Wie geil ist das denn? Okay, fangen wir an. Arbeiten wir uns im Kreis einfach durch. Manchmal stehe ich hier und lästere über mich selbst. Verdammte Ninja-Katze, ich hab's gerade erst aufgefüllt. Leer? Kann ich's auffüllen? Nee, ne? Schade. Ich glaube, das könnte echt was werden. Ach, das hängt jetzt hier, okay. Doch, warte. Da ist noch mehr. Füge eine Geisel hinzu, mache es zu einem Theaterstück. Geiseln! Ich denke, es wird Zeit, den Einsatz zu erhöhen. Mal sehen, was Ethan damit anstellt. Ein geheimnisvolles Kästchen. Ich dachte erst Kätzchen, aber... Backseat Bingo. Warum kommt mir das bekannt vor? Oh, ich kann es aufmachen. Nice. Alter. Kacha wie in Kacha? Bezaubernde Kasia, ein Lied aus dem erfolgreichen Musical Backseat Bingo, geschrieben und aufgenommen in Horace Grizzly. Das sollten wir uns ja auch noch anhören, denke ich mal. Oder?
es gerade gar nicht. Rücklage für Angestellte. Die kann ich mir noch nicht leisten. Aber ich kann ja auch nicht alle guten Sachen den Kunden überlassen. Tabletop-Kampagne. Die Kampagne liegt gerade so ein bisschen auf Eis. Du hast dich seit Monaten nicht mehr bei ihm gemeldet, richtig? Ach, Gabe hat sein Fahrrad hier gelassen. Oh, scheiße. Das muss ich zurückgeben. Schon cool, ne? Huch. Boah, der hat sich hier richtig eingerichtet. Kühlschrank, Snacks. Ich sollte lieber aufhören, mir meine täglichen Kalorien von diesem Tisch zu holen. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich fehle. Ich kann den putzen, so oft ich will. Ich krieg den Geruch einfach nicht raus. Ich frag mal lieber nicht. Welchen? Ach geil, hier noch so eine alte Stechuhr mit so einem Lochkarten oder was? Da liegt einfach eine Ratte rum. Hoffentlich hat die letzte Person, die benutzt hat, sich ausgestempelt. 15 Jahre Überstunden können wir uns nicht leisten. So. Den habe ich in einer Ecke im Müll gefunden. Hoffentlich sind die Kabel noch in Ordnung. Den hier aufhängen, ja? Echt? Hey Pferd, wusstest du, dass Gummibärchen aus Pferdehufen gemacht werden? Dich werde ich so krass mit Stickern vollkleben. Ich war vielleicht ein klein wenig zu optimistisch, was deren Nachfrage angeht. Naja, kommt alles noch. Jetzt reiß dich mal zusammen, Misty. Oh Mann, ich bin bloß 20 Jahre zu spät. Haven Springs, heimgesuchte Heuwagenfahrt. Gesponsert von Rocky Mountain Record Traders. Vom 2. Oktober bis zum 1. November 1998. Aha, jetzt steht es hier. Ich weiß immer noch nicht, warum meine Snare so schnarrt. Ist ja okay, Mädel. Legenden erzählen von vergangenen Zeiten, in denen mehr als eine Angestelltenjacke hier hing. So, hör dir deinen eigenen Song an. Ach so, ja, der mit dem Synthesizer. Das war das. Ja, da wissen wir Bescheid. Da wissen wir doch Bescheid. So, wir haben aber erstmal hier auch wieder einiges zu sehen. Wir gehen jetzt mal alles durch. Würde ich sagen, gucken wir uns mal ein bisschen was an. Boah. Schon, hast du schon was draus gemacht aus dem Laden? Country besteht aus einem gebrochenen Herzen, etwas Alk und einer Geige, die richtig rockt. Glaube, wäre ich sogar bei. Musik zum Lernen. Der erste Schritt meines grandiosen Plans, die Jugend zu verderben. Mhm. Weil du ihr Musik gibst, womit sie nicht so gut lernen können, meinst du? Warte. Welcher davon ist nochmal von Gabe? Welcher wohl? Doch nicht etwa der in der Mitte, oder? Nein. Steph-Auswahl. Verstehst du? Wie Chef-Auswahl. Brian hat mich gezwungen. Okay. Ich habe schon versucht, seinen Bauch zu reiben. Rub my belly. Boah, nee. Ich find's immer noch krass, dass wir jetzt Comics verkaufen. Props an Thanor, dass er so viel Interesse erweckt. Find ich auch so geil. Find ich so geil. Solange Bands weiter echte Alben rausbringen, werde ich auch weiter versuchen, sie an echte Kunden zu verkaufen. Ja, der Laden muss leben. So, hier ist nicht mehr. Hier ist noch was. Okay, aber wie mein Bauinspektor wird, enthält 10 extrem persönliche Vorgaben für dein Tagebuch. Und die sind mega. Ist schon ganz gut sortiert mittlerweile hier. Sie hat wirklich was aus dem Laden gemacht. Chefköchin Betty hat dank des schwarzen Bretts einige Kunden dazu gewonnen. Ich denke, ich sollte meinen Anteil in Risotto fordern. Geil, wäre ich bei. Ist geil. Ich habe den verdammten Stuhl hier rausgeschleppt und immer noch kein Nickerchen darin gemacht. Bescheuert.
Na gut, vielleicht liegt es daran, dass es hier auch eine Arbeit ist. Ah, okay, ich dachte, da ist einfach so eine Pappkatze. Der Typ hing 3 Stunden hier rum und hat nichts gekauft. Und das Tolle ist, dass er mir den ganzen Scheiß zum Aufräumen dagelassen hat. Ja, warum räumst du es jetzt nicht weg? Der Typ hing 3 Stunden hier rum und hat nichts gekauft. Und das Tolle ist, dass er mir den ganzen Scheiß zum Aufräumen dagelassen hat. Alter, was für G, ey. Setz dich einfach hier 3 Stunden hin. Liest sich alle Comics durch. Ja, warum soll er die dann noch kaufen, Alter? Du Genie hättest nach einer Viertelstunde sagen müssen, interessieren dich die Comics? Dann mal hier ran. Ab zur Kasse. Ich brauche hier klingelnde Kasse, Alter. Kaputt? Ja. Ich habe wegen diesem verdammten Relikt 20 Jahre Beweglichkeit im Kreuz eingebüßt. Ich fühle mit. Ryan sagt, jedes Geschäft ist gesetzlich dazu verpflichtet, Pflanzen zu haben. Und ich weiß immer noch nicht, ob er lügt. Ich glaub's eigentlich nicht. Okay. Noch ein Porträt. War der Laptop nicht gerade da drüben? Oh, so. Au. Ich checke nur ein paar Optionen aus. Jobsuche. Neueste Suche. DJ Jobs in Chicago. 4 Stellen gefunden. Alternative 88.6. Wasteland, DJ für die Nachtschicht. Wasteland sucht nach dem größten großartigen DJ, der unsere mondbeschienenen Radiowellen mit hervorragendem Musikgeschmack beherrscht und mindestens 5 Jahre Erfahrung bei einem Radiosender hat. Nacht des Andenkens. Bitte schließt euch unserer jährlichen Kerzenmahnwache für Kate. Oh mein Gott. Okay, ja. Hier haben wir jetzt das, was wir am Anfang ankreuzen mussten. Bitte schließt euch unserer jährlichen Kerzenmahnwache für Arcadia Bay an, um der Leben zu gedenken, die dem tragischen Sturm 2013 zum Opfer fielen. Gemeinsam stehen wir ein für die anhaltenden Bemühungen zu heilen, wieder aufzubauen und uns zu erinnern. Wie cool. Arcadia Bay. Das finde ich super. Aufgaben lesen. Mal sehen, was noch zu erledigen ist. Oh, gut. Alles davon. So, Aufgaben für mich, weil hier sonst keiner arbeitet. Comics bei der Musikstation wegräumen. Ich wollte dich doch gerade. Müll aus dem Hinterzimmer rausbringen, neue Alben in Neuveröffentlichungen einräumen. Per E-Mail erbetene CD für Andy finden. Okay, nur noch ein paar Aufgaben übrig. Gut, dann haben wir wenigstens unser zweites Telefonat. Dann machen wir es jetzt gleich. So, dann machen wir mal die ganzen Plattenladengeschichten. Da waren noch E-Mails, will ich auch natürlich alles lesen. Ich habe einen Anrufer. Da sollte ich vermutlich rangehen. Du redest mit Steph. Oh, ja. Also, ich brauche deine Hilfe. Ich habe Ärger mit der Personalabteilung. Was hast du angestellt? Ich habe voll verkackt. Ich habe mich mit meiner Kollegin übers Fitnessstudio unterhalten. Wir sprachen über Beinarbeit und sie meinte, sie will an ihrem Unterkörper arbeiten. Jetzt kommt's. Was hast du gesagt? Ich sagte, ihr Hintern ist gut so, wie er ist und sie soll sich keine Sorgen machen, was ein Fehler war. Ja, du glaubst, es ist ein Fehler, über ihren Hintern zu reden. Ich weiß, aber muss man da so ein großes Ding daraus machen? So ein Typ bin ich nicht, wirklich. Aber jetzt drehe ich voll durch. Was meinst du, was wird die Personalabteilung machen? Ich sehe, was ich tun kann. Das Leben ist so random. What? Noch mehr als Tabletop-Spiele. Wir checken es aber erst, wenn wir eine 1 würfeln. Oh, gut, Alter. Echt. Ja, Mann. Ja, ne? Nichts so zu sagen. 10. Keine Zahl auf dem Würfel sagt weniger aus. Ja. Eine Unterhaltung mit der HR-Abteilung. Der Wurf hilft mir jetzt nicht gerade weiter. Was hat dieser Typ verdient? Ach,
ganz ehrlich, also ich verstehe jetzt auch wirklich nicht, was daran jetzt so schlimm ist. Das ist doch nur eine Meinung, die man gesagt hat. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen unangebracht gewesen, gerade wenn es mit der Personalabteilung und sowas zu tun hat, ne? Aber ganz ehrlich, wenn er beispielsweise angefasst hätte oder so, dann wäre das wieder eine andere Geschichte gewesen, weißt du? Aber wenn du nur drüber sprichst, also ganz ehrlich, machst den Witz draus, lachst du zweimal drüber und dann ist die Sache gegessen, oder? Komm. Ich bin zurück. Bereit, die Suppe auszulöffeln? Bringen wir es einfach hinter uns. Du sitzt auf einem harten Wartezimmer-Plastikstuhl in der Personalabteilung. Und neben dir ist ein Halt-Durch-Poster aus den 80ern. 45 anstrengende Minuten lang bläuen sie dir jedes Wort der Firmenrichtlinien zu sexueller Belästigung ein, beschließen am Ende, dass du dich bei ihr entschuldigen musst. Bist du sicher? Denn sie hat gelacht und sich sogar bedankt. Es sind unsere Kollegen, die so ein großes Ding daraus machen. Echt jetzt, Alter? Es tut mir doch leid. Es ist nur, dass jetzt alle so tun, als wäre ich plötzlich ein Perverser oder so. Ja, ganz ehrlich, guck mal, selbst sie hat drüber gelacht. Also, mach doch nicht so ein Fass auf, Freunde. Mach doch nicht so ein Fass auf. Sexuelle Belästigung beim Sagen. Okay, entspann dich. Niemand nennt dich einen Perversen. Ich weiß, dass du ihr kein Unbehagen bereiten wolltest. Aber das hast du leider. Anstatt also einer Radio-DJ zu erzählen, dass du verkackt hast und ein echt netter Typ bist, warum beweist du es nicht und entschuldigst dich bei ihr? Ja, du hast recht. Bitte richte alle weiteren Fragen an die Personalabteilung. Danke für den Anruf. manche Sachen finde ich echt schon sehr random. Sexuelle Belästigung vom Sagen, also ganz ehrlich, was ist denn das? Und in 5 Jahren kommst du in den Knast, nur weil du ein Mädchen angeschaut hast. Ins Gesicht. Ich sehe schon, wo das hingeht. Wird toll. Freue ich mich drauf. Super. Nimm das, Gabe. Wir sind fast gleich auf. Ja, nicht ganz, aber egal. So, gehen wir nochmal hier zurück. Ich habe hier doch vorhin Müll gesehen, oder nicht? Tatsache, ich habe den gar nicht angeguckt. Kann das sein? Na, wunderbar. Danke, Teufelskatze. Geil. Schön, na egal. Da musst du jetzt durch. Sag ich dir ganz ehrlich. Musst du jetzt durch. Die ganze Stadt liegt in Schutt und Asche. Er trifft unser Haus bald. Ich suche mir Unterschlupf, aber ich hab dich lieb, okay? Mom! Mom! Wow, was war das? Sie war ja in Arcadia Bay, als es passiert ist, oder? War sie noch in Arcadia? Sie muss in Arcadia Bay noch gewesen sein, als es passiert ist. Oh mein Gott. Ist okay. Ich muss mich nicht jetzt darum kümmern. Was hat sie... Aber was hat sie da jetzt gerade dran erinnert? Diese Überschneidungen finde ich sowas von geil, Alter. Ganz ehrlich. So gut. So gut. Ich wollte ganz kurz noch die E-Mails lesen. Das wollen wir noch machen. Da sind ja auch noch ein paar Sachen da hinten. E-Mails checken. Die muss ich aus dem CD-Bereich holen. Okay, da haben wir das nächste. Andy Dudutnik. CD-Zurücklegung. Ich hatte gehofft, dass du mir eine CD zurücklegen könntest. Das neue Apocalypse Red Album. Ich möchte nur sicher gehen, dass ich eine Ausgabe erwische. Vielen Dank, Andy. Jo. Alles klar. Aufgaben. Alter, ich habe so krass keinen Bock auf irgendwas davon. So, Comics, Müll, neue Alben einräumen und per E-Mail erbetene CD für Andy finden, okay? Ja. So, gucken wir jetzt mal weiter. Lebensläufe. Ist schon ein bisschen peinlich, dass Jay bis jetzt unser bester Bewerber ist. Jay Lovell. Ich bin die Art Typ, bei dem Leute sich pudelwohl fühlen, wenn sie mit mir reden. Ich höre eine Menge Musik und das auch im Radio. Wenn ihr mich als DJ einstellt, werdet ihr es nicht bereuen. Arbeitserfahrung, Camp-Berater, 2 oder 3 Jahre, Canary-Café, Lieferjunge, Hunde. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, Rideshare-Fahrer zu werden. Ich schreibe auch Songs.
Mit Tänzen, Musik hören, über Musik reden, erste Hilfe, was auch immer ihr braucht, Verweise. Tante, Freund, Eugene Wicks, Supervisor nicht kontaktieren. Okay. Das lasse ich mir so krass einrahmen. Danke, dass du mein Model warst. Du warst so beschäftigt mit dem Jukebox-Spiel, um es zu bemerken. Hab dich lieb, tscha. Geil. Hier irgend so eine Buchungssoftware oder eine Excel-Tabelle, was weiß ich was. So, jetzt können wir auch uns hier um die Comics kümmern. Der Typ hing 3 Stunden hier rum und hat nichts gekauft. Und das Tolle ist, dass er mir den ganzen Scheiß zum Aufräumen dagelassen hat. Das sind immer die Besten. Das sind doch immer die Allerbesten. So, das muss, denke ich, zum Comicständer. Zeit, die Comics zurückzuräumen. Mal wieder. Da hat jemand richtig Bock und Motivation auf den Job, Alter. Komm schon, Gingrid. Jetzt kommen immer mehr von diesen Erinnerungen an Akeya Bay hoch. Das scheint sie ja scheinbar echt krass mitgenommen zu haben, was da damals passiert ist. Und wie würde sie reagieren, wenn wir uns anders entschieden hätten? Würde sie dann wahrscheinlich das gleiche machen, nur mit Chloe, weil dann ja Chloe nur gestorben wäre. Dann würde sie darüber trauen? Is just for kids, dentists, Halloween. So, Freunde, das war's mit der Folge. Nächste Folge geht's hier weiter. Wir nehmen den Anruf entgegen, räumen dann das hier weg, machen dann noch da hinten in dem Raum was und dann, denke ich mal, sind wir auch schon wieder fast durch mit dem Kapitel. So schnell kann's gehen. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.